Ah, wir kommen hier raus, okay. Hopp. Da hinten gab es etwas. Haben wir vorhin schon gesehen. Dass es hier dieses Eis gab, was ich haben wollte. Yay, und ich frag mich gerade, wenn jetzt eure rote Bohnen sind. Na, okay. Ich hatte irgendwie das Gefühl, weil rote Röhren sind ja selten. Eigentlich sind sie immer grün. Aber hey, wir laufen mal hier ganz konkret auf den Bergen wieder hin und her. Entschuldigung! Bah! Das wollte ich nicht. Wir gehen mal wieder zurück. Hätten wir das hier auch? Ich meinte... Na egal. Machen wir mal das, was uns gesagt wurde. Beziehungsweise was wurde uns eigentlich gesagt? Irgendwo eine Festung. Hm. Na gut, ich schau mal, ob jetzt da oben, weil da kommt man bestimmt rein, wenn hier extra so ein Block ist. Nein. Aber wir kommen hier hoch. Ah, okay. Da ist eine Tür. Da hinten sehe ich eine super Fangkarte. Schauen wir erstmal nach links, weil wir wissen, rechts ist immer das, was Jump'n'Runs ausmacht. Komm, geh weg. Toll. Das war, glaube ich, nicht klug, den zu töten. Na gut. Ah, das war fies. Ich dachte, der wäre schräg und deswegen... Na gut. Dann müssen wir hier wiederkommen, wenn wir höher hüpfen können. Und jetzt ein Stern. Ob das klug war zu springen? Ja, mal schauen. Okay, und los geht der Spaß. Einfach durch die Massen. Da sind wir auch schon am Ende. Warten kurz. Und geht durch die Tür. Oh, vielleicht war da was. Jetzt geht's nicht mehr zurück. Verdammt. Oh nein. Uiuiui. Ein Riesen-Cooper. Okay, Riesen-Cooper-Shell sozusagen. Oder. Nee, Riesen-Cooper. Okay. Noch die alten Modelle. Hohoho. Ho, ho. Nee, über den kommen wir nicht. Das könnte getrost vergessen. Stern, komm doch her! Mal schauen, ob wir mit unserem Superstern, seinen Superstern, vernichten können. Ja, können wir. Sehr gut. Aber hier ist nichts mehr. Na gut. Und schnell in die andere Richtung. Okay, hat nicht viel gebracht. Weil. Ich komme auch nicht mehr zurück. Scheinbar ist da einiges los. Hallo. So, nehmen wir mal mit. Okay, ich mal weg. Ah, okay. Lass dich zwischen die roten Röhren fallen. Punkt. Ah, toll. Du siehst doch. Ah ja. So schnell kann's gehen. Danke für den falschrummen Tipp. Aber bin ich hier ganz froh, dass ich so gegangen bin, um euch das hier zeigen zu können. So. Sonst hätten wir den ganzen Abschnitt übersprungen. Wollen wir auch nicht. Probier das jetzt nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob... Waren das schon alle drei? Ups. Okay. Dann nicht. So. Und oh, wir bräuchten mal wieder eine Heilung. Nehmen wir mal einen Pilzmix.
Oh, was haben wir das Zeug dabei? Yep. Bevor wir hier noch sterben, was wir natürlich vermeiden wollen. So warte ich eigentlich. So. Ah! Unklug. Unklug. Das schaffen wir aber. So, ich will die haben. Ah! Noch unklüger, Mario. Noch unklüger. Ja, die Steigerung gibt es wirklich. Nicht. So, das Vieh ist nicht wieder da. Na gut. Schade. Weil mit dem wäre man da wahrscheinlich auf jeden Fall hochgekommen, aber ich natürlich wieder zu spät im Raffen. Aber hey, wir fallen mal... Ah, okay, wir speichern nochmal. Weil wir es können. Und dann geht's abwärts. Hui. Also doch. Der alte Super Mario Sound. Na gut. Nehmen wir mal mit, die Herren. Oh, das Geld mit. Und das ist. Nein, das ist nicht wirklich. Doch, geil. Es ist die damalige Welt. Wow. Komm ich da jetzt noch hoch? Jetzt hat. Ja. Das ist die. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt die Frage, ob wir. Haha, wir haben einen Pfirsich erhalten. Ah, da kommen wir sogar rein. Nice. Ja, es ist wirklich aufgebaut wie die Welt 1-2 von dem ersten Super Mario. Wow, lag. Da unten ist noch was. Eine super Fangkarte. Yay, die nehme ich natürlich sehr gerne mit. Die sind ein bisschen was wert. So. Jetzt probiere ich die auch gleich mal aus. Nice, damit haben wir auch die Piranha-Pflanze. Egal. Muss man ja nicht immer alles anschauen. Und. Hoppa! Okay, wäre ich einfach gerade gesprungen, wäre ich wahrscheinlich besser gekommen mit. Yo! Und das mal wieder Level up, yay! So. Ich will mal. Aber ich glaube, nee. So kommen wir da nicht hoch. Ist hier sonst noch was? Scheinbar, nee. Aber. Das hat man ja auch schon damals gemacht. Wir schauen einfach mal hinter die Röhre. Und auch hier haben wir drei Röhren. Okay. Die kann man sogar benutzen. Sind wir irgendwo nirgendwo? Ich will mal kurz schauen. Weil wahrscheinlich bei dem alten Super Mario haben die einen in andere Welten gebracht von damals. Und ich glaube, hier haben die einen bloß jeweils. Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Aber wir können speichern. Haben die uns jeweils unterschiedlich weit vorgebracht. Genau, gegen den auch freundlichen Typen. Genau. Oh. Oh, ah, fies. Hallo, fies, habe ich gesagt. Tschüss. Nein! Okay. So. Egal. Kommen wir eh wahrscheinlich nochmal durch. Von daher. So. Stopp! Ja, du! Das hier ist Bowser's Burg! Und seine Mürrischkeit mag es nicht, wenn Typen wie du hier rumturnen. Ich werde dir jetzt eine neue Nase verpassen mit meinem Panzer. Auf geht's, Jungs. Ja. Jetzt geht's rund. Ja, das sind nämlich die Fußball-Coopers. Ich weiß nicht, ob die so heißen, aber wir können jetzt ganz leicht umgehen, einfach alles. Denn wir können ja in der 3D, sonst wäre das hier alles sehr nervig. So. Und guck mal da, da ist ein rotes X. Und wir erinnern uns, rotes X
eine wichtige Rolle. Autsch! Und damit. Und wer kommt denn da? Arr. Wurde meine Burg gerade in die Luft gejagt? Das darf nicht wahr sein. Hey! Dieser Bart kommt mir bekannt vor. Mario! Und Prinzessin Peach? Mario, 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 jedes Mal! Wie oft willst du eigentlich noch hier reindringen und alles vermasseln? Aber dieses Mal gibst du dich in eine Welt des Schmerzes. Dieses Mal ist es hier und jetzt, ein für alle Mal. Okay, Bowser. Kann ich auf dich drauf? Natürlich kann ich nicht auf dich drauf. Dann halt eben so. Lass mich hier nicht flammen von dir. Ah. So. Was haben wir, die mächtige Fähigkeit? Wow. Nicht in die Flammen. Hast du schon, Bowser? Mensch. Nein, ich hasse dich, Mario. Das ist einfach nicht fair. Mario. Bist du in Ordnung? Yay. Yeah. Oh, Prinzessin Peach. Meine entzückende Gattin. Deine Gattin? Bitte? Willst du mich veräppeln? Wie kannst du das diesen Tag nur vergessen? Dieser Schwindel war keine Hochzeit. Was machst du überhaupt hier, Bowser? Woher soll ich das denn wissen? Ich war in dieser Burg des Grafen eingesperrt. Und da plötzlich rums. Ich und die Lakaien kamen in diesem Feld hier wieder zu uns. Wir haben dann diese Burg gefunden und ich habe beschlossen, dass dies ein passender Ort für mein neues Hauptquartier ist. Nun, Bowser, weißt du, wir brauchen deine Hilfe. Wieso schließt du uns nicht? Wieso schließt du dich nicht an? Ein Moment, was? Hey! Baba, baba! Knickwitz hat uns nur verheiratet, damit dieses dunkle Herz die Welt zerstört? Genau. Und deshalb musst du uns auch helfen, die reinen Herzen zu finden. Nein, dazu habe ich wirklich keine Lust. Wenn du mich bitten würdest, könnte man mal drüber nachdenken. Aber diesem Typ mit dem Rotzbremse helfe ich nicht. Für diese Kindereien haben wir keine Zeit. Komm schon, Bowser, bitte. Aber ich bin Bowser. Der großartige, einzigartige Endgegner, der sich bald die Welt durchjochen wird. Diesem Mario helfe ich auf keinen Fall, denn ich kreuze mir jedes Mal meine Pläne. Bitte, 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 nur für mich? Nein, ich will nicht. Oh? Wie war das? Wenn der Graf erfolgreich ist, gibt es keine Welt mehr zu reagieren. Und was geschieht wohl mit deinen Lakaien, die der Graf sich geschnappt hat? Sie haben eine Gehirnwäsche erhalten. Sie gehorchen jetzt ihm und nicht dir. Willst du, dass sie sich für einen anderen grausamen Meister wählen? Aber wieso? Sein Blick ist so göttlich. Also gut. Dann mache ich eben mit diesem blöden, dieser blöden Sache mit. Zufrieden? Vielen Dank, Bowser. Du kannst hier richtig süß sein. Ich bin nicht süß. Und die Rettung irgendwelcher Welten kümmert mich nicht. Ich tue das, damit ich eines Tages über alle herrsche. Bleib also auf Distanz, Mario. Schon gut, Bowser. Du großer, süßer Kerl. Bowser hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Oh yes. Eins der wenigen Spiele, in denen Bowser einfach mal ein Guter wird. Oder beziehungsweise ein Guter ist. Und man ihn spielen darf. König Bowser. Ach nee, das Feind hat seinen Gegner. König Bowser. Eure Mürrischkeit verlässt uns? Was? Ja, Lakaien, halt die Burg bis zu meiner Rückkehr. Euer neues Hauptquartier ist bei uns in sicheren Händen, König. Es scheint, dass Graf Knickwitz einige eurer Lakaien einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Sie werden daher wohl gezwungen, euch anzugreifen. Und daher solltet ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch verteidigt. Wir würden ja gern mitkommen und helfen, aber wir würden sicher nur im Weg stehen. Nicht wahr, eure Wahrhaftigkeit?
Zeigt das diesen Grafen! Ja, dieser feine Schnösel schreit geradezu nach einer Abtreibung! Lang lebe König Bowser! Wir werden euch vermissen, eure Grießgrämigkeit! Party! Lakaien! Dann mal los! Holen wir uns dieses wertvolle Herz, oder wie auch immer es hieß. Los jetzt!